Hallo, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, es hat mich wieder früh rausgetrieben zu einem Shooting in Nümbrecht an der Papiermühle. Einige Fotografen, die auch gerne Lost Places fotografieren, kennen Sie bestimmt. Man kann die Location buchen und hat dann auf legale Art und Weise quasi einen echten Lost Place. Eine tolle alte Fabrikhalle. In einer tollen Lage. Wie ihr seht, es ist auch knackig kalt. Hier gegenüber zu meiner Rechten, zu eurer Linken, ist noch ein altes Haus, Holzhaus, was man auch benutzen kann. Ja, jedenfalls warte ich jetzt hier. Ich warte auf Jule. Ja, wir machen, oder ich lasse mich von Jule überraschen. Sie hat da eine ganz besondere Idee zu Weihnachten. Ich weiß nur, es geht um eine, ich betone nochmal, um eine Weihnachtskugel. Ja, ich bin mal gespannt, was sie damit vorhat. Ich selber habe keine Idee, außer einem Close Portrait, irgendwie eng, wieso sage ich eigentlich immer Portrait? Also einem Closed Portrait, irgendwie vorm Gesicht oder so, aber das kann ja auch irgendwie jeder. Ich guck mal, was sie sich einfallen lässt oder was wir uns einfallen lassen und mehr dazu gleich. Ja, ich glaube, heute wird es noch einen Überraschungsspot geben für mich, aber auch für die Jule. Ich bin mal gespannt, was sie davon hält. Ich war schon einige Zeit nicht mehr in diesen Büroräumen, die noch bis vor einiger Zeit sogar genutzt worden sind. Bevor die geschlossen werden mussten aufgrund von irgendwelcher Brandschutzbestimmungen, so wie ich das von Lars gehört hatte. Jedenfalls ist hier neues Mobiliar drin. Also was heißt neu? Ich würde sagen, schön alt, schön rustikal und die Weihnachtskugel-Idee. Vielleicht wäre das ja was. Hallo liebe Weihnachtsmänner, liebe Weihnachtsfrauen, das war jetzt auch noch in der verkehrten Reihenfolge, liebe Wichtel, liebe, ja weiß ich nicht, unter dem Motto, wir feiern eine fröhliche Weihnachten, habe ich heute die Jule hier. Und wir wollen eigentlich alles andere als fröhliche Weihnachten. Die Jule hat da eine ganz besondere Idee oder Vorstellung zu einem Weihnachtsbild. Wollte aber diese schicke Mütze heute nicht tragen. Wir gehen als erstes oben in einen schicken alten Büroraum und werden mit ein bisschen Wein uns den Tag schön trinken. Nein, wir werden nur so tun, als ob. Und dann die Weihnachtskugel in Szene setzen. Und Jule meinte, was hattest du für eine Idee? Es wäre ganz cool. Sie redet nicht. Doch. Die Kugeln? Im Raum? Ja, so. Liegen zu lassen. Ja, genau. Also einfach zu verteilen. Sie hat an ein Bild gedacht. Ich glaube, das kennt jeder, wo ein kleines Mädchen in, ich weiß gar nicht, war das so ein Kriegsgebiet oder so? Also auf jeden Fall in so einer Wüste quasi einen roten Luftballon hochhält. Und so sollen die Kugeln nachher wirken, als ob das so ein kleiner Farbklecks in dem Bild ist. Allerdings ist die Couch schon so aufwendig da oben, ja, dass eventuell die Kugel noch untergeht. Wir probieren das mal. Wir gehen jetzt hoch, nehmen euch mit und sind gespannt, ob das was werden könnte. Wenn nicht, dann machen wir noch mal ein Bild im Anschluss irgendwo in dieser wundervollen alten Fabrikhalle. Bis später. Aus. Es ist immer noch kalt. Da setz mal da hin und dann würde ich sagen, so breitbeinig setzt du dich mal hin und so richtig abgefuckt mal auf den Tisch abstützen und ein böser Blick Richtung Weinglas.
Guck mal, ob ich von oben. An mich anfassen oder? Doch, du kannst das Wasser auch anfassen, wenn es dir nicht zu kalt ist. Schon kalt, weil ihr werdet es vielleicht merken im Laufe des Videos, wie immer mehr ihre Gesichtsfarbe weißer wird, weil es ist schweinekalt. Es sind draußen 3 Grad und in der Halle 3 Grad. So, dann wünscht uns mal viel Spaß. Wir gehen jetzt mal hoch. Sie hat die dicke Jacke an. Ich nehme euch mit. Da kommt Jula angeschnappt mit ihren schicken Schuhen. Passt bitte auf hier, müssen wir die Räten. So. Wir gehen zum ersten Spot, wie ich euch verstehe. Zum ersten Spot. Es ist ja schon der zweite. So, wir haben ungefähr die Hälfte geschafft, beziehungsweise genau genommen 2 Spots, aber mit zig verschiedenen Perspektiven. Und wie war es bis jetzt so, Jule? Sehr kalt, aber es macht sehr viel Spaß. Es macht Spaß. Also es ist wirklich, ich kann es nur immer wieder sagen, arschkalt. Ich weiß nicht, warum ich immer zu dieser Jahreszeit in diese Location gehe, aber es macht auch wirklich einen halben Spaß. Und wir machen jetzt mal, wir ziehen die Jule jetzt mal wieder an. Ihr könnt sie untenrum nicht sehen, sie sieht sehr lustig aus, sie hat sich zur Hälfte umgezogen. Wir wollen jetzt zu dem berühmten Spot, der Couch mit dem Loch in der Decke und einfach nur so ein bisschen was Rockiges. Das ist übrigens das dicke Kleid, was sie gleich trägt, thermoisoliert, dreifach, super warm und ja, freut euch drauf. Bilder folgen gleich. So, ich weiß gar nicht, der wievielte Spot es ist. Jule versucht sich gerade anzuziehen. Sie zieht ihre extra maßgeschneiderte Anglerhose an. Und dann wollen wir hier gleich mal gucken, wo wir Jule hinsetzen. Ich hoffe, ihr seht das, aber ich glaube, ihr seht es nicht. Es ist zu weit außerhalb.
was soll ich sagen? Jule hat tierisch abgeliefert bei dieser Eiseskälte. Und ja, was macht man nach so einem harten Shooting? Man geht in die Wanne, ne? Schön warm baden. Ja, guck mal, was wir da gemacht haben. Der Tisch ist leer, ein Kerzchen brennt noch, um ein bisschen noch die Jule zu wärmen. Jule ist wieder normal in Klamotten heiß, wir haben es geschafft, also Jule hat es geschafft. Ja. Ja, also gut, ich habe nur Rücken aufgrund des Alters, aber Jule ist so sportlich und fit. Und ja, ich war ein bisschen in Panik, muss ich ehrlich zugeben. Jule hat immer direkt sich ausgezogen und war am Bibbern. So, jetzt werden wir rausgeschmissen. Jetzt werden wir rausgekegelt, der Lars kommt. Warte, Moment. Moment, wir sind sofort weggedreht. So, also, Lars hat auch gesagt, wir müssen jetzt gehen. Gleich kommt nämlich, soweit ich das verstanden habe, EcoFresh. Dem wollen wir jetzt die Bühne überlassen. Habt einen schönen Tag noch. Jule, kannst du noch was sagen? Tschö. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auf gute Fotos. Ja, bestimmt. Super, tschüss. Bis dahin. Tschüss.